Hallo liebe Technikfreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf Pascals TechCheck. Und heute gibt es mal ein spannendes Video zu einer Mikrowelle und zwar zu einer von Samsung. Ihr könnt es hier schon sehen, wir haben hier vor uns das Modell MS28F303TAS und die schauen wir uns heute mal in diesem Unboxing und Review Video näher an. Also bleibt unbedingt dran und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch gleich wieder nach dem Intro. Willkommen zurück, liebe Technikfreunde. Wie eben schon erwähnt, geht es heute mal um eine Mikrowelle, also um ein Küchengerät, mal was anderes. Und zwar habe ich mir hier eine Samsung Mikrowelle zugelegt mit der Modellbezeichnung MS28F303TAS. Und die wollen wir uns heute mal ganz genau anschauen, sprich wir werden mal gucken, was kann die so alles. Wir schauen uns mal die Verpackung dazu an, da werden wir sie auch mal auspacken, mal gucken, was drin ist. Und dann wird es auch noch ein zweites Video geben im Praxistest, wo ich die jetzt hier mal ausführlich testen werde. Aber heute soll es nun mal ein bisschen so ums Unboxing gehen. Wir schauen uns die mal an und im zweiten Video werde ich euch hier nochmal dazu in genauen Test abliefern und dann noch meine Meinung dazu sagen. Also wir fangen wie immer zuerst an mit der Verpackung, werden mal schauen, was ist so alles drauf und dann werden wir sie natürlich auch auspacken. Also was haben wir hier vor uns? Eine ganz normale Mikrowelle, hier können wir schon sehen, das ist hier eine Abbildung drauf. Hier unten stehen schon die Bezeichnungen dran, da können wir auch hier schon sehen, wir haben hier 28 Liter Volumen, 1000 Watt Leistung hat sie. Wir haben hier einen Grillmodus mit 900 Watt Leistung, man kann sie hier dann auch sehr gut reinigen, sie hat einen Stromanschluss und hat natürlich auch hier so ein Grillmodul integriert. Ja, ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Sie hat eine keramische Innenseite, ist antibakteriell und ja, einfach zu reinigen, wie eben auch schon erklärt. Hier gibt es noch ein paar Aufkleber, das war es soweit alles. Wir drehen sie jetzt mal hier kurz um. So, da hätten wir jetzt die andere Seite. Auch hier steht nicht mehr wirklich viel drauf. Hier nochmal ja, in anderen Sprachen. Aber die einzelnen Hinweisschilder sind im Grunde die gleichen und auch die anderen Seiten sehen im Grunde ja gleich aus. So, jetzt auch hier nochmal die Rückseite. Ihr könnt sehen, auch hier ist es beinahe gleich. Wir haben hier, wie gesagt, wieder das Abbild. Hier können wir nochmal sehen, dass es hier ein paar Warnhinweise gibt. Und ansonsten passt eigentlich alles soweit. Das war jetzt also hier mal die Verpackung und nun würde ich sagen, schauen wir uns die jetzt mal hier ganz genau an. Ich werde jetzt dazu einfach die Mikrowelle hier mal aufmachen bzw. den Karton öffnen. Dazu habe ich ja mein Messer dabei und dann gucken wir uns die mal an. Übrigens noch ein kleiner Hinweis, ich werde euch die Mikrowelle auch unten in der Videobeschreibung verlinken, also schaut dort mal rein. Ich werde euch hier den direkten Link dann versehen. Die kostet aktuell so roundabout 100 Euro, zwischen 80 und 100 Euro bekommt ihr die gerade für den Preis. Und das ist hier wirklich ein sehr guter Preis. Ihr habt hier sehr viele Funktionen, aber darauf werde ich später nachher näher eingehen. Also klickt mal den Link an, da könnt ihr euch die jetzt auch nochmal parallel oder nach dem Video in aller Ruhe anschauen. Nun würde ich sagen, machen wir die jetzt mal auf hier. So, da können wir jetzt auch schon sehen, hier kommt im Grunde uns der Deckel entgegen. Wir haben hier eine schöne Glasscheibe drin, so ein Gestell. Darauf kann man dann wahrscheinlich seine Gerichte drauf hinstellen, um sie zuzubereiten. Ist nicht schlecht. Ich lege es mal hier beiseite. Dann haben wir hier noch ein bisschen Styropor. Passt soweit eigentlich auch alles. Holen wir jetzt einfach mal ein bisschen raus. So. Das auch alles mal hier kurz zur Seite. Und da haben wir jetzt im Grunde hier unsere Mikrowelle. Ich werde jetzt hier mal kurz auspacken, rausholen und dann auf den Tisch stellen und dann sehen wir uns gleich wieder. Also es ist ja praktisch hier vor uns. Ihr könnt schon sehen, da ist noch die Schutzhülle und alles drauf. Und jetzt würde ich mal sagen, machen wir die hier mal ein bisschen frei. Wir entfernen hier mal die Schutzfolien. Geht im Grunde ganz einfach. Ihr könnt auch hier schon sehen, es geht gar nicht ohne weiteres auf. Wir müssen also hier erstmal alles entfernen. Sprich, wir machen jetzt hier mal kurz die Aufkleber runter. Da können wir auch hier schon die verschiedenen Funktionen sehen. Gucken wir mal kurz, wie das hier am besten geht. So, einmal hier. So. Auch hier nochmal ein Hinweis, dass es hier antibakteriell behandelt wurde, ist also auch nicht schlecht. Und dann haben wir im Grunde eigentlich alles soweit ja, fertig gemacht. Wir gehen mal hier kurz auf die Front ein, da können wir noch ein paar Sachen hier sehen. Wir haben hier einen Drehregler, da können wir dann im Grunde hier die Zeit einstellen, beziehungsweise wir können hier noch andere Sachen einstellen, auch die Uhrzeit. Wir haben hier verschiedene Funktionen bzw. Menüs, da können wir beispielsweise hier ein Power Entfroster machen und auch hier für andere Gerichte, wenn es hier etwas langsamer gehen soll, zum Beispiel hier, wenn man hier gesund kochen möchte, kann man hier auch noch einstellen und dann haben wir hier unten noch, wie gesagt, Start und Stopp und dann können wir auch hier nochmal die Zeit um jeweils 30 Sekunden erhöhen. Ja,
Da machen wir sie hier mal kurz auf. Wir haben hier eine schöne Glasfront. Soweit sieht das alles wirklich sehr gut aus. Ist alles hier schön verspiegelt, schön edel. Wir haben hier eine keramische Innenseite, wie es ja auch schon dran steht. Da machen wir es hier mal kurz auf und holen uns mal hier die Anleitung kurz raus. Und da würde ich sagen, gehen wir die nochmal hier am besten etwas näher durch. Ja, also die ist hier komplett in Deutsch gehalten. Wir machen die jetzt hier mal kurz auf. Da können wir schon sehen, wir haben noch eine Garantiekarte mit dabei. Ist auch recht nett. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier kurz die wichtigsten Sachen kurz durch. Also hier nochmal ein paar Warnhinweise, Sicherheitshinweise. Da gehen wir hier mal kurz weiter. Mal schauen mal, was hier sonst noch drin ist. Eingeschränkte Garantie. Wir gehen nochmal kurz weiter. Dann schauen wir uns mal die technischen Daten dazu an. Hier nochmal das Zubehör steht auch nochmal drin. Man soll hier im Grunde dann diese Glasplatte reinstellen. Und man kann hier auch einen Dampfgarer dann verwenden. Und ja, Aufstellort, klar. Hier gibt es auch ein paar Sicherheitshinweise, dass man die im Grunde einhalten sollte. Auch hier von den Abständen her. Wir haben hier einen Drehteller drin. Wir können sie hier ganz einfach reinigen, wie ihr schon sehen könnt. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz weiter. Hier haben wir dann die verschiedenen Optionen, Möglichkeiten. Wir können schon sehen, wir haben hier unten dann im Grunde die verschiedenen Modus. Wir haben hier ein gesundes Garen. Dann haben wir hier Auftauprogramme, Automatikprogramme. Und so weiter und so fort. Da könnt ihr euch das auch mal in aller Ruhe durchlesen, wenn ihr im Grunde die Produktseite besucht. Wie gesagt, den Link, den gibt es unten in der Videobeschreibung. Hier nochmal eine kurze Auflistung an möglichen Einstelloptionen, an möglichen Teilen, die im Grunde hier wichtig sein sollten. Griff für die Gerätetüre und Co. Muss ich jetzt auch nicht weiter erläutern. Da gehen wir mal kurz weiter rüber. Wir haben hier kurz einen Hinweis. So funktioniert das Mikrowellengerät. Hier steht nochmal einiges drin, wie das hier im Grunde dann durchgeführt wird. Hier nochmal die Tastenfunktion, dass man hier auch die Zeit um 30 Sekunden erhöhen kann. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir hier mal kurz weiter. Hier wird dann nochmal beschrieben, wie man im Grunde hier die Uhrzeit einstellen kann. Wir können auch hier den Erhitzungsvorgang dann durchstarten und ja. Ansonsten haben wir hier noch genau die Leistungsstufen, die sind vielleicht auch nochmal interessant. Bei maximal als 100%, also 1000 Watt Ausgangsleistung und beim niedrigsten Wert bei der Warmhaltefunktion 100 Watt. Also da könnt ihr auch Essen warm halten und natürlich wird hier die Garzeit bei höherer Leistung verkürzt, steht ja auch nochmal alles drin. Und ja, ansonsten gibt es hier nicht mehr viel, beenden. Unterbrechen, steht ja auch noch mal einiges drin. Ja, dann haben wir hier auf der nächsten Seite auch noch mal so ein paar Gemüse- und Getreideauflistungen. Da steht hier noch mal dran, was man im Grunde hier verwenden kann und wie hier die Gartzeiten sind und die Größen, was man hier alles verwenden sollte, könnte. Hier auch noch mal dutzende Gerichte wie Fisch, Putenbrust und Co. Auch nicht schlecht, steht eigentlich alles ausführlich drin. Und auch hier gibt es noch mal ein paar Zubereitungstipps. Ja, das war es jetzt hierzu. Ich habe euch jetzt hoffentlich einiges erklärt. Ich werde jetzt hier nochmal kurz mit euch die technischen Daten durchgehen, damit ihr da auch mal Bescheid wisst. Wir haben also hier das Modell MS28F303TAS. Wir haben hier 1000 Watt Leistung, es hat einen 28 Liter großen Garraum. Wir haben hier eine Breite von 51,2 cm. Wir haben hier einen Power-Entfroster, 26 Automatikprogramme. Ja, und ansonsten haben wir noch ein Gewicht von 15 Kilogramm. Wir haben eine Zeitschaltautomatik, eine Auftaufunktion, Auftauprogramme, Automatikprogramme, Schnellstart, eine Kindersicherung, eine Selbstreinigungsfunktion und eine digitale Steuerung. Und das gibt es alles hier in einem schönen schwarz-silbernen Gehäuse. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir sie nochmal ganz genau aus der Nähe an. Also so sieht es im Grunde hier aus. Wir haben hier ein schönes schwarzes Glas. Hier ist natürlich der Griff aus Plastik, aber sie geht wirklich hier relativ einfach auf. Hier oben stehen dann auch nochmal ein paar Hinweise, ein paar Leistungsdaten dran, wie man im Grunde hier die Programme durchführen muss. Hier unten kommt der Drehteller rein, die Glasscheibe von vorhin, das zeige ich euch aber im Praxistest nochmal, wie der genau funktioniert. Ansonsten sieht es innen drin alles schön aus, ist alles hier anscheinend mit Keramik versiegelt worden. Und dann haben wir hier im Grunde nochmal die Funktionen, da gehen wir jetzt auch nochmal kurz drauf ein. Da haben wir jetzt also hier die verschiedenen Funktionen. Wir können schon sehen, Healthy Cooking, Power Defrost, My Plate und auch hier die Kindersicherung, die man hier aktivieren kann. Wir haben hier einen schönen Drehregler, da oben eine 7-Segment-Anzeige, die im Grunde die Uhrzeit noch anzeigt. Und hier unten kann man noch starten und stoppen. Ja, liebe Technikfreunde, das soll es hier mal zu diesem Unboxing- und Review-Video gewesen sein, zu der Samsung Mikrowelle. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr konntet euch davon ein sehr gutes Bild machen. Ich werde es euch, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung verlinken. Also schaut dort mal rein, klickt den Link mal an. Da kommt ihr zur Produktseite und könnt euch
die jetzt auch nochmal nach dem Video in aller Ruhe anschauen. Ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr hier einen Daumen hoch gebt. Bei Fragen schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, und zwar beim Praxistest.